müssen sicherlich die Zweikämpfe annehmen. Wir wissen, dass die Juniors auch hinten drin sind und da müssen wir das direkte Duell sicher gewinnen. Und vorne in der Offensive müssen wir sicher die Tore machen. Ja, sicherlich wollen wir im letzten Heimspiel die 3 Punkte mitnehmen und dann mit den Fans einen schönen Abend verbringen, weil es ist ja eine Feier geplant nachher, wo wir uns dann alle zusammensetzen und gemütlich sitzen bleiben. Nach dem wichtigen Sieg in Wien, dem 2. Ligasieg in Folge, lässt sich das am Freitag nachlegen, oder? Aber nach St. Pölten, was schon 2-0 super gewonnen war von uns, war jetzt in Wien doppelt so wichtig, dass wir nachlegen und sagen, dass wir eine gute Mannschaft sind und dass wir das kennen und dass wir gewinnen können und das haben wir damit gemacht. Gegen FAC war ein super Spiel von uns, leider im Elfmeterschießen verloren, aber wir haben uns gut präsentiert und können uns nichts nachsagen lassen. Und dann gegen Austria noch mit 120 Minuten in die Beine haben wir das super gemacht, nach 1-0 sind wir zurückgekommen und war gut von uns. War sicherlich nicht leicht nach den 120 Minuten, aber wir haben nicht einen Kopf in den Sand gesteckt. Wir haben auch nach dem 1-0 noch weiterhin Gas gegeben und waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir das Spiel auch gewinnen werden. Mit 15 Punkten kann man zufrieden sein, aber wir haben Punkte liegen gelassen, das wissen wir. Haben aber gegen St. Pölten und auch jetzt gegen die Austria Violets auch Punkte wieder zurückgeholt. Und jetzt haben wir hinten ein bisschen einen Abstand, aber wir wollen weiter nachlegen und schauen, dass wir die Roten überholen. Ja, wäre natürlich wichtig, dass man es dann nach den 2 Ligasiegen in Folge nachlegt, weil am Freitag ist schon ein sehr richtungsweisendes Spiel. Da kann man mit großen Polster schaffen. So ist es. Wir wollen unbedingt gegen die direkten Konkurrenten gewinnen. Das haben wir jetzt leider gegen Steyr und Dornbirn nicht geschafft. Deswegen heißt es jetzt, dass wir gegen die Last Juniors unbedingt 3 Punkte brauchen. Ja, gegen die Last Juniors. Von der Tabelle her schaut es gut aus für uns, aber das heißt gar nichts. In der Liga kann jeder jeden schlagen und wir machen das am Freitag. Das war sehr wichtig, dann können wir in der Länderspielpause ein bisschen ruhig arbeiten mit einem guten Gewissen, dass wir jetzt 4 Punkte gemacht haben in letzter Zeit. Wir sind noch viel da, wir haben einen vollen Tank und wir schaffen das mental auch wie körperlich sehr gut und merkt beim Training, jeder haut ein, aber nicht, dass man das verletzt hat. Wir geben alles und wir schaffen das gegen LASK. Der Trainer schreibt es immer auf die Tafel, Bruderschaft, was versteht man jetzt darunter? Ja, dass jeder alles für einen gibt. Wenn einer einen Fehler macht, sind 3 andere da und besser nicht ausführen. Wir lassen unsere Köpfe nicht hängen und wir zeigen es im Match, dass wir eine Mannschaft einfach sind. Im Vergleich zum letzten Monat ist die Stimmung sicherlich gestiegen und hat sich sicher verbessert. Und wir freuen uns jetzt einfach nur auf Freitag.